Ich würde nie einer Mode hinterherlaufen und etwas über etwas schreiben, was mir selber irgendwie fremd ist und wozu ich gar keinen Bezug habe, sondern etwas, was mich selbst interessiert, fesselt, wo ich vielleicht Erfahrung damit habe. Es wäre künstlich, wenn ich jetzt in jedem Buch dauernd schlendern würde. Einmal, als ich eine Unschuldige vom Turm schubste, das war gleich im ersten Roman, da konnte ich ein paar Tage gar nicht weiterschreiben, weil ich ein richtig schlechtes Gewissen hatte. Und mein Vater stammte aus Gießen, meine Mutter aus Darmstadt, und die sagte zu ihm, ich folge dir bis ans Ende der Welt, aber auf keinen Fall nach Gießen. Und er sagte, ich weiß nämlich, wer Sie sind. Ja. Und dann sagte er, und meine Frau hat gesagt, Sie sind völlig normal. Herzlich willkommen beim RNZ-Forum Heidelberger Gespräche mit Ingrid Noll, die Sie soeben schon so freundlich begrüßt haben. Sie ist eine der erfolgreichsten Autorinnen Deutschlands. Ihre Bücher wurden in 27 Sprachen übersetzt. Sie hat alleine bei Diogenes 17 Romane veröffentlicht. Sie ist Trägerin des Friedrich-Klauser-Preises, Trägerin des Verdienstordens des Landes Baden-Württemberg, Weinheimer Ehrenbürgerin seit 2023. Aber das reicht nicht. Sie sind auch Botschafterin für Weinheim, schon seit 2020. Und Sie sind Ehrenhauptkommissarin der Polizei Mannheim und Ehren... Und noch Ehrenkommissarin der Polizei Bonn, und das alles, obwohl Sie gar keine Krimis schreiben. Darüber werden wir noch reden. Wir sitzen hier in einer besonderen Kulisse im historischen Theatersaal der Stadt Heidelberg, und zwar für das Theaterstück Chick von Wolfgang Hernsdorf. Es ist ein jugendlicher Roadmovie-Roman, der in Ostdeutschland handelt. Und wie ein Roadmovie, liebe Frau Noll, mutet ja auch Ihre Biografie an. Nur ging Ihre Reise von Ende der Welt zum, aus unserer Perspektive, gefühlten Mittelpunkt der Welt, nämlich von China nach Europa. Sie sind in Shanghai geboren und Sie haben die ersten 14 Lebensjahre in China verbracht. Und da beginnt schon meine erste Frage, wie darf man sich diese Kindheit vorstellen? Ja, meine Kindheit in China war natürlich völlig anders, als wenn ich in Deutschland aufgewachsen wäre. Meine ersten Worte waren Chinesisch, aber das habe ich dann wieder völlig verlernt, weil meine Eltern das nicht in Ordnung fanden und die Kinderfrau dann wieder entlassen haben. Dann erst lernte ich mit 2 Jahren richtig Deutsch zu sprechen. Ich hieß auch nicht Ingrid in China, weil das die Kinderfrau nicht sagen konnte, die Amma, sondern ich hieß Amé, so hatte sie mich genannt. Dann hatte ich auch über viele Jahre keine Schule, sondern wurde von meinen Eltern schlecht und recht irgendwie unterrichtet. Meine Mutter hat sich da zwar reingekniet, aber meine Eltern waren beide keine Lehrer und haben das so gemacht, wie sie das halt für richtig fanden. Alle 4 Kinder saßen um den Esstisch rum, jeder bekam irgendwas zu tun. Um 12 gab es Mittagessen, dann war die Schule fertig. Es gab keine Aufgaben, keine Versetzungen, keine Klassenarbeiten. Keine Noten, kein gar nichts, und dann konnten wir spielen und fantasieren und machen, was wir wollten. Es war also sehr angenehm, und der Schock kam dann erst viele Jahre später in einem deutschen Gymnasium. Wie kam es eigentlich, dass Ihr Vater nach China auswanderte? Er war ja Arzt. Was hat ihn da motiviert? Ja, meine Eltern, Jahrgang 1900, haben also Anfang der 20er Jahre geheiratet. Da waren die Zeiten nicht sehr gut für junge Ärzte. Und mein Vater stammte aus Gießen, meine Mutter aus Darmstadt. Und die sagte zu ihm, ich folge dir bis ans Ende der Welt, aber auf keinen Fall nach Gießen. Das hat sich mein Vater dann natürlich zu Herzen genommen. Er hat dann eine Fortbildung gemacht in Genf und hat einen chinesischen Kollegen kennengelernt, der sagte, komm doch mit nach China, wir brauchen mal europäische Ärzte und neuen Wind. Und dann sagte er zu meiner Mutter, also Gießen soll es nicht sein, dann gehen wir halt nach China. So kam das, und zuerst hatte mein Vater einen Landbezirk behandeln sollen und wurde völlig abgelehnt. Er konnte kein Chinesisch
Und man hatte dort eine völlig andere Medizin. Deswegen hat er das wieder gelassen und hat in Shanghai eine kleine Privatpraxis und später sogar ein kleines Privathospital, Dr. Noll's Private Hospital, eröffnet. Und in diesem Hospital waren vor allem Ausländer oder auch Chinesen als Patienten? Das war alles Mögliche, vor allem die deutsche Kolonie kam dann. Viele sind dort auch auf die Welt gekommen, viele Deutsche. Und dann waren es aber auch prominente Chinesen, denn irgendwie sprach sich rum, dass mein Vater ganz gut operieren konnte. Und während der Zeit, als Sie dort gelebt haben, also aufgewachsen sind, war ja dieser chinesische Bürgerkrieg. Das heißt, Sie sind auch bedingt dadurch öfter umgezogen? Wir sind mehrfach umgezogen, weil mein Vater dann Mitglieder der Regierung behandelt hatte und zu dem jeweiligen Regierungssitz mitgezogen war, also nach Chongqing und dann später nach Nanking. Dann war der Zweite Weltkrieg zu Ende, dann waren wir ein Jahr zur Erholung in Kuling in den Bergen und dann die letzten zwei Jahre wieder in Shanghai. Sie haben ja vorhin gesagt, der Schock an der Schule kam dann in Deutschland. Aber wie war denn das? Sie sind ja, Ihre Familie ist geflohen aus China, als die Kommunisten dann die Macht übernommen haben. Wie war das, wie war denn Ihre Perspektive? Sie sind ja aufgewachsen dort und kannten ja das Land nicht, in das Ihre Reise gehen sollte. Was haben Sie da so gefühlt als Pubertierende? Naja, wir Kinder freuten uns. Wir dachten, Deutschland ist die Heimat, so hieß es immer. Und wir hatten da so eine Bilderbuchvorstellung, Fachwerkhäuser, was weiß ich, Schweizer Offiziersmesser, Kuckucksuhren und so weiter, schneebedeckte Tannen. Und dann kamen wir 1949 in ein relativ zerstörtes Land, überall Ruinen, es gab noch Lebensmittelmarken. Wir mussten zuerst mal in ein Lager, in ein Flüchtlingslager nach Italien, weil wir keine richtigen Papiere hatten. Das war natürlich für meine Eltern ziemlich schockierend, 30 Menschen in einem Saal. Wir Kinder fanden es alles erstmal nur ein Abenteuer. Auch die Schiffsreise war sehr aufregend, weil das Schiff völlig überfüllt war. Es war das letzte, das den Hafen noch verlassen hatte. Und dann die Ankunft in Deutschland. Schließlich wohnten wir bei einem Onkel, die auch geflüchtet waren. Der Onkel war Lehrer und wohnte in der Schule. Und die hatten zu 6 Personen 3 Zimmer. Und dann kamen wir mit 6 Personen noch dazu. Das bedeutete, die Kinder mussten alle im Zelt im Garten schlafen. Und dann schließlich kam der schreckliche Tag, auf den wir uns eigentlich erst mal freuten. Wir kamen in eine Schule. Und der Direktor fragte meine Mutter, ja, um Gottes Willen, wohin sollen wir diese Kinder stecken? Keine Zeugnisse, kein gar nichts. Ich weiß gar nicht, was wir mit denen machen. Und meine Mutter kannte aus China das Handeln und sagte sofort, man muss handeln mit diesem Mann. Und sagte, meine Kinder sind hochbegabt, die reinsten Genies. Man kann sie ganz oben ansetzen. Und dann dachte sie, der sagt, auf keinen Fall, keine Zeugnisse, kein gar nichts, die müssen wir ganz unten ansiedeln. Aber er kannte das Handeln nicht und war völlig ratlos und sagte dann, ja, wir können es ja mal probieren. Und dann geschah das Schreckliche, wir 3 Mädchen, mein Bruder, der fing schon an zu studieren, wir 3 Mädchen waren die allerjüngsten in der Klasse und grottenschlecht, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie schlecht. Wir hatten von Tuten und Blasen keine Ahnung. Wir sahen völlig falsch aus. Wir hatten chinesische Flatterkleidchen an mit bunten Blumen und Mustern. Und unsere Klassenkameradinnen hatten Trainingshosen, einen Rock drüber und eine Schürze übers Ganze. Und die sangen Lieder, die wir völlig bescheuert fanden. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Oder in einen Haarung, jung und schlank, 2, 3, 4. Und wir kannten aus dem Radio amerikanische Lieder, Wish Me Luck, as you wish Me Goodbye oder so irgendwas. Wir dachten immer, die spinnen und die dachten natürlich auch, wir spinnen. Und war das dann beim Wechsel von China nach Deutschland so, dass Sie gesagt haben, in China gab es aber die und die Vorteile, dass quasi Chinesen vielleicht Dinge gelebt haben, die Sie dann doch besser fanden, also als Jugendliche jetzt im Rückblick? Vor allen Dingen war die Küche wunderbar. Wir hatten einen Koch, der konnte sehr gut kochen. Und meine Mutter hatte nie im Leben gekocht, weil sie ja gleich am Anfang ihrer Heirat nach China ging.
Und wir waren deswegen verwöhnt. Dort hatten wir auch alles. Es gab keine Knappheit. Und jetzt in Deutschland sollte meine Mutter, die nicht kochen konnte, mit einem Kohleofen und mit Lebensmittelmarken eine verwöhnte Familie bekochen. Und wir haben alle nur gemosert und fanden es ganz scheußlich. Dann kam schließlich die Oma ins Haus und hat Frikadellen gemacht und alle waren wieder zufrieden. Was war denn schön bei der Ankunft? Was fanden Sie erstmal gut? Ja, wunderschön fanden wir dann, dass wir schließlich in ein Behelfsheim erstmal kamen. Das war mitten im Wald. Und den deutschen Wald und Pilze sammeln, das fand ich ganz toll. Und dann wurden wir auch zu Bauernfamilien eingeladen und es gab Buttercremetorte. Das kannte ich natürlich auch nicht, fand ich auch wunderbar. Und außerdem als Teenager will man natürlich nichts anderes als dazugehören und Freunde gewinnen. Und das gelingt einem dann auch schließlich. Da gibt man sich alle Mühe der Welt. Sie sind ja dann im Rheinland, wenn ich es richtig habe, ja, aufgewachsen. Und das war so die Phase von 15 an quasi bis so schon Mitte 20, sind ja sehr prägende Jahre. Und wenn Sie so erzählen, sind Sie so eine rheinische Frohnatur geworden? Weiß ich nicht. Also so lange war ich ja auch nicht. Das waren gute 10 Jahre. Wir waren ja zuerst in Hessen, weil da der Onkel war. Und dann hatte mein Vater sich eben überlegt, Bonn war die neue Hauptstadt geworden. Und mein Vater sprach eben durch das Ausland sehr gut Französisch, sehr gut Englisch. Und dann dachte er, Bonn, Bad Godesberg, das sind die Diplomaten. Ich mache dort eine Diplomatenpraxis auf. Denn die freuen sich natürlich, wenn sie einen Arzt haben, der mit ihnen sprechen kann. Das hat er dann auch gemacht, war aber nach ein paar Jahren ist er leider gestorben. Und dort kam ich dann in eine andere Schule, nämlich in eine Nonnenschule. Oh, wie war das? Wieder ein Kontrast. Ja. Ja, wie empfanden Sie das? Es gab keine andere. Mhm. Später wurden noch andere Schulen eröffnet, weil so viele Ausländer und Diplomaten kamen. Aber am Anfang gab es nur diese Nonnenschule. Und ich sträubte mich sehr und wollte da nicht rein. Aber letzten Endes muss ich sagen, dass meine Klassenlehrerin, Schwester Anna Gerharda, mir beigebracht hat, anständige Aufsätze zu schreiben. Also meine Frau ist Journalistin, die ist auch auf einer Nonnenschule gewesen, hat er sehr gelitten, aber schreibt auch gut. Von daher. Sie haben dann schon mit Sie waren 19, als Ihr Vater starb, also ja, nach dem Abitur quasi. Und Sie haben dann als, wenn ich das richtig verfolgt habe, als Schulsekretärin gearbeitet beim Meinungsforschungsinstitut. Aber dann das war meine Mutter. Das war Ihre Mutter. Noch. Das war nicht ich. Ah, meine Mutter. Okay, dann hat Ihre Mutter das gemacht, weil sie die Familie ernähren musste. Meine Mutter bekam keine Rente. Mein Vater hatte ja im Ausland nirgends eingezahlt. Meine Mutter war plötzlich mit Mitte 50 Witwe und hatte keinen Beruf, aber 4 Kinder, die alle noch in der Ausbildung waren. Deswegen fing sie sofort an zu arbeiten. Und Sie wollten dann eigentlich Journalistin werden, ist das richtig? Das war so, da lebte mein Vater noch und er sagte, was willst du denn werden? Ja, wusste ich selber nicht, aber dann sagte ich zuerst mal, ich könnte ja Medizin studieren, wie du, Papa. Und dann sagte er, könntest du zwar, aber wenn es den Patienten wirklich schlecht geht, dann geht man nicht zu einer Frau. Das war damals, ja, das war der alte Macho, der so sprach. Und es war tatsächlich so, es gab natürlich noch nicht sehr viele Ärztinnen. Trotzdem nahm ich mir das zu Herzen und sagte dann, ich will Journalistin oder ich will schreiben. Und dann sagte er, ich habe einen Patienten, der ist Chefredakteur bei Time and Life, einer amerikanischen großen Zeitschrift. Ich frage ihn mal. Und der sagte, soll sie kommen? Denn die Amis waren so, dass sie dachten, vom Tellerwäscher zum Millionär, jeder hat seine Chance. Ich ging also dorthin und die Sekretärin fragte mich, was können Sie denn? Na, ich habe gerade Abitur gemacht. Ja, was können Sie denn? Perfekt Englisch? Na ja, ich hatte eine 2. Perfekt Schreibmaschine und Steno? Nee, überhaupt nicht. Ja, was denn sonst noch? Ich konnte sonst aber nichts, was sie brauchen konnte. Und dann sagte sie, ich sollte erst mal das Telefon bedienen. Das war ein Riesenapparat mit 1000 Knöpfen. Da ging ich dran und zuerst rief ein Journalist an, ein Italiener aus Rom, ein Korrespondent, der in Amerikanisch sprach mit italienischem Akzent und ich verstand nur Bahnhof, schrie Hilfe, Hilfe.
Die Sekretärin nahm mir den Hörer wieder runter und sagte dann nach einer halben Stunde: Liebes Kind, gehen Sie wieder nach Hause. Das war meine Karriere als Journalistin. Dabei kann man auch ohne Steno-Kenntnisse Journalistin werden. Ja. Ja. Sie haben ja dann stattdessen Kunstgeschichte und Germanistik studiert. Sie sagen immer so ein bisschen halbherzig. Aber war denn Lehrerin eine Option? Also was hat Sie gereizt an diesem Beruf dann? Ja, ich hatte schon mal überlegt, ob ich Lehrerin werden sollte oder nicht. Dann hätte ich Englisch noch dazu nehmen müssen und hätte nach England gehen müssen, um ordentlich Englisch zu lernen, denn in der Schule lernte man das damals bestimmt nicht. Die Lehrer konnten es nämlich selber nicht, besonders nach dem Krieg. Die waren nie im Ausland gewesen. Und ich hatte meinen Mann schon kennengelernt. Und der wollte auf keinen Fall, dass ich noch mal wegfahre für ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr. Und deswegen sagte er, wir heiraten ja sowieso. Es wäre doch eine gute Idee, du verdienst noch ein bisschen Geld. Dann heiraten wir und gründen eine Familie. Und so war der Plan. Ich habe dann noch 2 Jahre lang gearbeitet und Geld verdient. Und dann haben wir geheiratet und 3 Kinder bekommen. So war mein Lebenslauf. Und mit diesen 3 Kindern sind Sie dann nach Weinheim gezogen. Ende der 60er war das. Weshalb hierher in diese Region? Naja, mein Mann war damals Assistenzarzt und hatte aber den Facharzt gemacht und wollte sich verbessern, wollte irgendwo eine Oberarztstelle haben. Und dann sahen wir eben in den ärztlichen Mitteilungen, wo wird ein Oberarzt gesucht, wo wollen wir hin und wo wollen wir auf keinen Fall hin. Und Weinheim, dachten wir, ist doch eigentlich so in der Mitte. Das ist wahrscheinlich ganz schön. Und er hat sich beworben, wurde gleich genommen. Dann fuhren wir hin, um uns den Ort anzuschauen und fanden alles gut so. Und haben es nie bereut. Das ist schön zu hören. Sie wurden ja dann Elternbeirätin in der Schule, Ihrer Kinder auch. Und Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, das hat Ihnen genutzt quasi beim Schreiben später, beim Skizzieren von Charakteren. Kann man das so sagen? Naja, es hat mir alles genutzt, was ich gemacht habe. Denn ich habe erst spät mit dem eigentlichen Schreiben begonnen und Lebenserfahrung und Menschenkenntnis sind ein Vorteil. Deswegen das höhere Alter, wenn man anfängt, ist nicht unbedingt ein Vorteil, aber andere Dinge durchaus. Habe ich einen Aufsatz gelesen, sehr interessant, dass eine 20-jährige Person ungefähr 10% des Gehirns quasi belastet mit bisher Erfahrenem im Vergleich zu einer 60-jährigen Person. Also sprich, je älter, deswegen vergisst man auch vieles, weil man so viel schon verarbeitet hat. Aber fürs Romane schreiben ist es ja ideal. Im Grunde müsste es doch sein, je älter man ist, umso besser kann man Romane schreiben. Es kommt darauf an, was für Romane. Zum Beispiel könnte ich kein Science-Fiction schreiben, das liegt mir gar nicht so. Aber Menschenkenntnis, also Psychogramme von Menschen, das finde ich das Spannendste überhaupt und das ist eigentlich mein Thema. Wie ist das eigentlich, Ihre Kinder lesen die, Ihr Sohn Bieber sitzt hier irgendwo? Ja. Da vorne, ja genau, mit ihm war ich ja in einer Klasse sogar. Und lesen die Kinder Ihre Bücher zuerst? Im Allgemeinen ja. Früher war es mein Mann, der leider verstorben ist. Und meine Schwestern, meine Kinder, zum Teil auch die Enkelkinder. Sie haben ja auch Texte schon geschrieben während der Erziehungszeit sozusagen. Und was waren denn das für Texte? Das waren Kindergeschichten. Damals dachte ich, das kann ich am ehesten. Und da sind auch manchmal kürzere Sachen bei Bels und Gelberg verlegt worden. Die konnte ich so an einem Tag schreiben und hatte die Zeit dafür. Und später hatte ich den langen Atem nicht, denn ich hatte in der Praxis mitgeholfen bei meinem Mann, der also nach der Zeit als Oberarzt eine eigene Praxis hatte und da habe ich mitgearbeitet. Dann eben 3 Kinder, später habe ich meine Mutter dazu genommen, die dann in unser Haus, die dann auch ein Pflegefall war am Schluss. Ich hatte immer ziemlich viel am Hals. Und als Sie die Kurzgeschichten bei Bels und Gelberg abgegeben haben quasi, gab es da auch schon so eine positive Resonanz immer? Also hatten Sie dann gleich das Gespür quasi, ich kann das? Na, es hat mir jedenfalls viel Spaß gemacht, aber ich habe natürlich einen Fehler gemacht. Ich kannte
die Frau des Verlegers ganz gut, die war mit mir im Chor und ich sagte, gib die doch mal deinem Mann mit. Das war nicht richtig, ich hätte es professioneller machen sollen und es mit einem richtigen Schreiben an den Verlag schicken sollen und nicht so hintenrum. Inzwischen weiß ich, dass das eigentlich keinen guten Eindruck machte. Der hat das am Anfang gar nicht erst gelesen, sondern dachte, ja, wenn meine Frau das da von irgendjemand mitgebracht hat, das ist, kann nichts Gescheites sein. Aber es wurde veröffentlicht. Ja, aber nicht gleich. Das kam ein bisschen später dann. Ja, trotzdem vom Gefühl her war dieser Impetus bei Ihnen immer so vorhanden zu schreiben. Sie haben ja vorhin gesagt, in der Nonnenschule quasi haben Sie ein bisschen das Handwerk, das grundsätzliche Handwerk quasi gelernt. Und war das Ihnen immer ein Bedürfnis zu schreiben? Das Bedürfnis war, als ich schreiben lernte, nämlich meinen Namen, ich sagte schon am Anfang, in China war mein Name Ame, ein chinesischer Name. Und als ich 4 oder 5 war, brachte mir mein Vater bei, wie ich diese 3 Buchstaben malen konnte und ich jemand anderem die zeigte. Und die sagten, Ame, das bist ja du. Und das fand ich Hexerei, Zauberei. Ich kann ein Zeichen zeigen und alle wissen, dass ich es bin. Und ich lernte sehr schnell lesen und schreiben. Das konnte ich also mit 6 Jahren, habe ich schon Kinderbücher gelesen. Das hat mir viel Freude gemacht, während ich die Zahlen nicht leiden konnte und bis heute Probleme damit habe. Ich kann mir keine Zahlen merken. Und dann in der Schule muss ich dann auch sagen, bei den Nonnen, ich sagte, die hat mir was beigebracht, was wichtig war, nämlich als ich ins Rheinland kam, in die Nonnenschule, sagte meine Klassenlehrerin bei dem ersten Klassenaufsatz, wer fertig ist, darf nach Hause gehen. Auch fein, dachte ich, das ist doch prima, habe was hingekritzelt, abgegeben und weg war ich. Beim zweiten Aufsatz habe ich es genauso gemacht und die anderen wurden schon alle unruhig und sagten, wir haben erst die Hälfte und die geht schon, das schaffe ich ja nie. Und dann sagte die beim dritten Mal, diese Regel gilt für alle, aber nicht für dich. Du bleibst hier sitzen und schreibst alles nochmal ab und korrigierst es und verbesserst es und schreibst nicht gleich ins Reine, sondern erstmal auf den Zettel. Und ich knirschte mit den Zähnen, war stinksauer und musste dann also wirklich bleiben bis zuletzt und entdeckte aber, dass ich 1000 Sachen verbessern konnte. Nicht nur Orthographie und Zeichensetzung, sondern eben auch den Inhalt. Ganz, ganz viel. Es wurde einfach ein völlig neuer Aufsatz und ich bekam dann eine gute Note. Und von da an habe ich gemerkt, die Frau hat recht. Es kann wirklich viel besser sein. Sie hat nicht gesagt, das ist schlecht, was du machst, das taucht nichts, sondern wie gute Kritiker oder gute Lehrer es machen, sie sagte, du kannst es besser. Und das war wirklich entscheidend. Sie haben ja dann das Schreiben zum Beruf gemacht, als die Kinder ausgezogen waren quasi. Und Sie haben ja so gesagt, entscheidend war eigentlich ein eigenes Zimmer zu haben, um dann dort auch sich quasi verkriechen zu können. Virginia Woolf lässt grüßen. War das bei ihr auch so? Ja, sie hat ja ein Essay darüber geschrieben. Ja, natürlich, wenn man 3 Kinder hat, die zum Teil Musik machen und auch ganze Gruppen im Haus proben und ich im Flur an der Schreibmaschine saß und für meinen Mann Gutachten geschrieben habe, da hat man keine ruhige Minute. Und ich hatte mir von klein auf eigentlich ein eigenes Zimmer gewünscht, denn wenn man zu 3 Mädchen ist, dann hat man zu dritt ein Zimmer. Mein Bruder hatte eins alleine, das ging nicht anders, eben aus moralischen Gründen musste man das so machen. Und ich wollte immer, immer ein eigenes Zimmer haben und dann bekam ich es und dachte sofort, jetzt mache ich was draus. Und fing an zu experimentieren, das war so die Zeit, da habe ich im Chor gesungen, habe Aquarell gemalt, gezeichnet, Spanisch gelernt und fing an mit den Kindergeschichten. Experimentierphase. Sie machen sehr viele Videos auch, also Sie machen überhaupt relativ viel mit, so an Unterhaltungselementen. So, aber ich habe einiges gefunden, unter anderem auch ein Video, in dem Sie sagen, entscheidend sei auch ein Klassentreffen gewesen mit Ihren ehemaligen Mitschülerinnen, wo die einen quasi ihre Kinderbilder gezeigt haben und die anderen mit ihrer Karriere so ein bisschen renommiert. Das war in meiner Generation, also ich bin 1935 geboren,
Da war es tatsächlich so, dass die einen Karriere machten, aber keine Familie hatten und die anderen hatten dann mehrere Kinder. Also ich habe 3, aber manche hatten auch 5. Es war die Baby-Boomer-Zeit und die hatten dann eben keinen Beruf. Es war auch nicht so gut möglich, denn die Kindergärten machten meist um 12 zu. Dann musste man die Kinder abholen und dann gab es auch Mittagessen für die Familie und so weiter. Ich hätte es in der Zeit, wo die Kinder noch in die Schule gingen, nicht so gut geschafft und ohne eigenes Zimmer auch nicht. Aber Sie haben eben gerade gesagt, Sie haben so ein bisschen experimentiert dann anfangs, also in dieser Phase, als die Kinder ausgezogen waren. Und dann haben Sie einen Roman geschrieben. Und wie kamen Sie zu dem allerersten Thema Ihres Debütromans? Ja, ich sagte ja, das Klassentreffen spielte schon eine Rolle, weil die einen eben die Kinderfotos zeigten, die ganz reizenden, und die anderen sagten, ich habe gerade einen Vortrag in New York gehalten. Und man neidete sich gegenseitig so ein bisschen, denn alle wollen eigentlich alles. Man will Karriere, man will einen tollen Job haben und man will auch eine Familie und eine glückliche Beziehung haben. Alles auf einmal, das in seltensten Fällen klappt. Aber dann kam mir die Idee mit Rosemarie Hirte in Der Hahn ist tot. Wenn ich jetzt keine Familie hätte, auch keinen Mann und keinen Lover und kein gar nichts, sondern nur einen langweiligen Beruf, was wäre denn dann? Und da entstand diese Figur, die auf jeden Fall den einen Mann noch kriegen will und über Leichen geht. Sie sind ja dann mit diesem Roman gleich bei Diogenes gelandet. Ja, das war viel Glück dabei, wirklich Glück, denn in jedem Verlag gibt es natürlich verschiedene Geschmäcker. Ich habe es dort hingeschickt als allerersten Verlag, denn ich wollte nicht jetzt gleichzeitig an Gott weiß wie viele Verlage schicken und so viel Porto ausgeben und alles immer nochmal kopieren lassen. Computer hatte ich noch nicht. Na, jedenfalls... beim Diogenes Verlag gab es eine Frau, die sich selbst als Trüffelschwein bezeichnete, die keine Lektorin war, sondern dafür angestellt war, unverlangte Manuskripte zu sichten. Und die sollte einfach nur den Geschmack eines normalen Lesers haben und sagen, gefällt mir, finde ich spannend, ist gut oder nicht. Und diese Frau rief mich sofort an, ziemlich schnell, und sagte, wie viel haben Sie schon geschrieben? Ja, wie viele Romane? Ich sagte, noch keinen. Was, noch keinen? An wen haben Sie es noch geschickt? Auch noch keinen. Dann bitte eine Option für Diogenes, der Verleger liest selbst und Sie werden bald Bescheid bekommen. Und so war es dann auch. Nach ungefähr 10 Tagen rief der Verleger persönlich an, sagte, gratuliere, das machen wir gerne. Und dann hat er noch eine Stunde neugierig mit mir geplaudert, wollte alles über mich wissen. Und das fand ich auch sehr gut, dass er wissen wollte, mit wem er es zu tun hat. Und haben Sie den Titel Der Hahn ist tot selbst gewählt oder wurde der in Absprache mit dem Verlag dann gewählt? Ich hatte erst einen anderen Titel, den ich auch selber nicht so gut fand. Und dann sagte er, ich soll mir noch andere ausdenken. Und dann kam ich auf Der Hahn ist tot, den fanden dann alle gut. Aber die Titel sind alle von mir. Ich muss aber immer mehrere zur Auswahl anbieten. Das ist so geblieben. Der erste Roman war ja gleich ein Bestseller. Und inwiefern verändert so ein Erfolg, so ein spontaner Erfolg quasi das eigene Leben? Naja, es machte mir zuerst war ich natürlich hoch erfreut, aber dann machte es mir Angst. Ich war ja nie in der Öffentlichkeit gewesen und plötzlich sollte ich Lesungen halten, ich sollte im Rundfunk auftreten, wurde zu Talkshows eingeladen und ich hatte nur die eine Angst, ich werde ohnmächtig vor Angst und liege am Boden, werde vor laufender Kamera wieder belebt und es fand ich nun alles sehr, sehr, sehr peinlich, aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, man tut mir eigentlich nichts, die tun mir ja auch nichts. Ne? Absolut nicht. So ist es. Und man kann ja durchaus auch mal sagen, dazu habe ich keine Meinung oder ich weiß auch nicht alles und ich kann dazu keine Auskunft geben, das ist ja nicht schlimm.
Und die Promotion-Arbeit, an die haben Sie sich dann gewöhnt im Laufe der Jahre? Ja, ich habe mich daran gewöhnt und außerdem, ich mag ja Menschen, ich lerne gerne auch Menschen kennen. Also rumreisen, meine Leser kennenlernen, in der Bahn Menschen kennenlernen, das alles macht mir eigentlich auch Spaß. Ich habe mich immer für Menschen einfach interessiert. Wir saßen eben kurz vor Beginn bei dem Stand von der Buchhandlung Wortreich noch zusammen. Da haben Sie gesagt, Sie haben auch in Finnland Signierstunden gegeben. Ja, im Ausland schon habe ich mehrfach gelesen, weil meine Bücher ja übersetzt wurden. Und das Goethe-Institut hat früher auch öfter eingeladen in verschiedene europäische Länder. In Finnland war es natürlich besonders kompliziert, weil die Namen, die man dann schreibt, drei Ös, oder zwei Ös nebeneinander, zwei Äs, zwei Üs nebeneinander, man muss Pünktchen, Pünktchen machen. Das war kompliziert. In anderen Ländern war es leichter. Wo war es denn am schönsten? Ich überlege gerade, es war ja zum Beispiel wunderschön in Irland, als ich beim deutschen Botschafter eingeladen war, das war unerhört lustig. Da haben wir uns krank gelacht. Nach einer Lesung. Und während der Lesung tickt das Publikum in allen Ländern ähnlich? Nein, um nochmal auf Finnland zu sprechen, das war meistens ein gemischtes, ich habe ja auf Deutsch gelesen, nicht jeder Finne kann Deutsch, aber ins Goethe-Institut kamen dann meistens gemischte Ehepaare und dann sagten mir die deutschen Frauen, die mit dem Finnen verheiratet waren, eine Ehe mit einem Finnen und einer Deutschen, diese Ehen sind immer gut. Ich sagte, ja, warum sind die immer gut? Die Männer sagen nichts. Oder von anderen Ländern, wo ich nie gelesen habe, aber wo ich die Fragen der Dolmetscher bekam, die das Buch übersetzt hatten, fand ich auch besonders amüsant von der japanischen Übersetzerin. Die fragte nämlich ungefähr 100 Sachen. Die meisten Übersetzer haben ja Fragen, wenn Dialekt vorkommt, weil sie das nicht im Lexikon finden können. Aber die aus Japan, die fragte dann noch am Schluss, bitte schicken Sie noch Rezept für Königsberger Klops. Das wird jetzt sicher in Japan überall gegessen. Ich bin mir nicht ganz sicher bei dem Inhalt Ihrer Bücher, ob man da bedenkenlos alles isst, aber okay. Wie ist das denn? Haben Sie denn Kontakt zu allen Übersetzern oder zu einem Teil der Übersetzer Ihrer Bücher? Mit manchen, aber längst nicht mit allen. Manche wussten sowieso sofort, aber ich habe noch gute Freundschaft mit dem englischen Übersetzer, obgleich in England nur drei Bücher erschienen sind, aber wir sind weiterhin befreundet und schreiben uns immer mal eine Mail oder einen Brief. Und bekommen Sie damit, dass es dann so Mentalitätsverständigungsschwierigkeiten gibt jetzt beim Übersetzen? Probleme beim Übersetzen? Ja, dass der Übersetzer Probleme hat, Dinge zu verstehen aus der besonderen deutschen oder Zum Beispiel, wenn nicht ein deutsches Lied vorkommt, dann wissen die auch nicht genau, soll man jetzt ein entsprechendes Lied in derselben Sprache nehmen oder soll man dieses Lied übersetzen? Und das weiß ich dann auch nicht, was besser ist. Das müssen die Übersetzer oder die Lektoren der Übersetzer entscheiden. Und bezogen auf das Publikum, wir hatten vorher auch schon ein bisschen drüber geredet, Sie sagen meist, also der Großteil sind Frauen, die kommen zu Ihren Lesungen. Und welches Publikum empfinden Sie als das Interessierteste oder wo gibt es ein besonderes Publikum in irgendeiner Beziehung? Innerhalb von Deutschland ist das Publikum im Temperament unterschiedlich. Das muss man sagen. Es gibt die, die mehr so verhalten, vor sich hingrinsen und andere Ecken, wo man laut lacht oder wo man nur flüstert. Das ist schon unterschiedlich, aber am temperamentvollsten sind die Kölner. Da gibt es 10 Beifall wie im Theater und die schreien noch Kölle Love oder was weiß ich. Nee, das nicht gerade, aber sie sind so begeisterungsfähig und temperamentvoll, das macht richtig Spaß dort. Sie haben ja auch gerade auf der Lit Cologne gelesen, ne? Das vor relativ kurzer Zeit. Bitte? Sie hatten ja gerade eine Lesung auf der Lit Cologne. Ich war gerade auf der Lit Cologne, da waren auch für mich ein Rekord, 400 Leute da und die waren alle außer Rand und Band. Fand ich wunderbar. Also wir sind heute Abend 330 mehr, gehen einfach nicht ins Theater. Von daher leider kein Rekord. Aber wenn Sie unterwegs sind, werden Sie
zum einen zu Hause, wenn Sie sich in Weinheim oder in der Region bewegen, aber auch wenn Sie auf Literaturreise sind, werden Sie erkannt und angesprochen? Wenn ich hin und wieder mal im Fernsehen gewesen war, dann werde ich auch angesprochen. Aber sonst weiß man in der Regel gar nicht, wie Autoren aussehen. Zwar ist dann meistens im Buch auch ein Foto, aber das merkt man sich nicht so, sondern man kennt den Roman, aber man kennt nicht das Gesicht der Autoren. War ich aber mal in einer Talkshow oder in irgendeiner anderen Sendung, dann werde ich am nächsten Tag angesprochen. Das gibt es. Und ist es angenehm, angesprochen zu werden? Ich habe nichts dagegen, sind meistens nette Menschen und keine Bösewichte. Also keiner hat mir Säure ins Gesicht geschüttet. Welches war denn das schönste Lob, das Sie erhalten haben? Oder eines der schönsten Lobe? Ach, es gibt immer ganz charmante Briefe und nette Sachen. Aber gerade letzte Woche traf ich auf dem Parkplatz einen älteren Mann, in Weinheim, in meinem Supermarkt auf dem Parkplatz, der sagte, darf ich Ihnen mal die Hand schüttle? Und ich sagte, ja, und wir schüttelten uns die Hand und er sagte, ich weiß nämlich, wer Sie sind. Ja, und dann sagte er, und meine Frau hat gesagt, Sie sind völlig normal. Doch schön. Das ist ein sehr schönes Lob. Das ist ein Kompliment, was mich von Herzen gefreut hat. Es heißt ja immer, Schriftsteller sein oder Schriftstellerinnen sein mit die einsamsten Menschen der Welt, weil das Schreiben ist ein einsamer Beruf. Ja, das stimmt. Aber bei Ihnen hat man nicht den Eindruck. Naja, wenn ich schreibe, muss ich einsam sein. Dann hätte ich es nicht gerne, wenn jemand auf dem Sofa sitzt und mir zuguckt. Ich höre manchmal von Leuten, die gemeinsam ein Buch schreiben, aber das geht dann meistens aus der Ferne, per Mail. Jeder häkelt dann wieder was dran. Aber dass man zusammen in einem Zimmer sitzt und dann alles gemeinsam formuliert, ich könnte es überhaupt nicht. Ich muss da tatsächlich alleine sein. Und dann, wenn jemand reinkommt, dann höre ich halt auf und mache Pause. Und schreiben Sie dann quasi in einem Block oder schreiben Sie an einem Tag so und so viel oder nehmen Sie sich etwas vor, diese Woche schreibe ich so und so viele Seiten? Oder? Also in meinem hohen Alter darf ich machen, was ich will. Ich darf auch sofort wieder aufhören, wenn ich keine Lust mehr habe oder wenn mir nichts einfällt. Aber da ich gerne schreibe, mache ich es, wenn ich an einem Roman dran bin, eigentlich jeden Tag. Und dann vormittags, wenn ich Kaffee getrunken habe, Zeitung gelesen habe, dann setze ich mich voller Freude an den Schreibtisch und mache das so 2 Stündchen. Und am Nachmittag gucke ich mir das an und verbessere es wieder. So etwa. Und sind Sie da sehr selbstkritisch beim Redigieren oder beim Verbessern? Ja, wenn ich ich verbessere das vom letzten Tag und dann wenn ein Kapitel fertig ist, das gesamte Kapitel und wenn das Buch fertig ist, das gesamte Buch. Also das muss ein paar Mal durchlaufen. Und dann kommen natürlich noch die Ratgeber, die auch noch gute Ratschläge geben und ganz am Schluss die Lektorin. Und wie ist die Zusammenarbeit mit den Lektorinnen? Ich habe jetzt eine wunderbare Lektorin und die muss eigentlich gar nicht viel ändern. Die ist im Allgemeinen ziemlich zufrieden. Der Verlag scheint ja eh mit Ihnen sehr zufrieden zu sein, weil Sie haben ja auch gesagt, es gibt ja keinen Abgabeschluss für das Manuskript. Das haben die aber bei allen Autoren nicht. Die Jugendes macht das nicht. Wir haben die Freiheit, so zu schreiben, wie und wann wir wollen. Finde ich auch sehr wichtig. Ich wollte jetzt keine Zwangsjacke haben. Das weiß ich von Kollegen bei anderen Verlagen, dass sie sagen, sie haben eine Abgabefrist dann und dann und so und so. Das würde mich, auch wenn ich es einhalte, würde mich das belasten. Schreiben Sie immer ein Buch nach dem anderen oder haben Sie während des Schreibens schon Ideen im Kopf für ein anderes Buch? Sie könnten ja theoretisch auch mehrere Manuskripte parallel bearbeiten. Nee, das mache ich überhaupt nicht. Ich muss mit einem durch sein und dann kommt vielleicht auch mal eine Kurzgeschichte und was ganz anderes. Und dann meldet sich irgendwann eine Protagonistin für ein neues Buch. Die meldet sich von alleine. Da muss ich nur im Supermarkt rumlaufen, da sehe ich auf einmal irgendeine Frau und denke, so könnte die aussehen. Aber die meldet sich dann erst, wenn die Lesereise abgeschlossen ist.
Nee, die Lesereise, ich mache ja nicht so Lesereisen wie meine Kollegen manchmal, dass sie am Stück eine ganze Woche unterwegs sind oder zwei Wochen, sondern in letzter Zeit lese ich nur hier in der Nähe, werde dann abgeholt und wieder nach Hause gebracht. Also mit der Bahn, die ich früher geliebt habe, fahre ich nur noch sehr ungern. Ja. Das sind Sie nicht die Einzige. Ja, leider. Ich habe eine sehr theoretische Frage, aber sie interessiert mich einfach. Wenn Sie nicht sofort so erfolgreich gewesen wären, Sie haben vorhin gesagt, Sie haben das erste Manuskript quasi zu Diogenes geschickt, sofort ein Bestseller. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätten Sie auch nur für sich selbst weitergeschrieben? Ich kann es nicht beantworten, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Man kann ja nicht immer sagen, was wäre, wenn und was hätte ich dann. Und wenn ich diesen Mann nicht kennengelernt hätte, hätte ich dann vielleicht den geheiratet. Und wenn meine Eltern nach Australien ausgewandert wären, hätte ich dann einen Schafhirt geheiratet. Das kann man doch alles nicht so beantworten. Ich weiß es einfach nicht. Man kann die Frage variieren, dergestalt, wenn Sie ein Manuskript schreiben, rechnen Sie dann fest damit, dass es auch veröffentlicht wird? Jetzt ja, am Anfang nicht. Welchem Ihrer Romane sind Sie denn ganz besonders zufrieden? Naja, bei den Romanen werde ich oft gefragt, welches ist Ihr Liebster? Und dann muss ich sagen, der allererste war der Meilenstein. Wäre der nicht geglückt und gut angekommen, und dann wäre die ganze Karriere anders verlaufen. Deswegen ist der ganz wichtig, aber dann ist ebenso wichtig immer der letzte, nämlich das ist noch ein Baby, das muss noch gepäppelt werden und das liegt mir noch sehr nahe. Die anderen, die vor 10, 15 Jahren geschrieben wurden, die vergesse ich manchmal ein bisschen. Die treten in den Hintergrund. Ihr aktueller Roman, Gruß aus der Küche. Ja. Seitdem wir das Gespräch vereinbart haben, beobachte ich das intensiver als zuvor. Der steigt ja jede Woche in der Bestsellerliste einen Platz nach oben, auch mal zwei. Und mir persönlich hat er einfach sehr gut gefallen, auch weil er aus vier unterschiedlichen Perspektiven geschrieben ist. Wie kamen Sie auf die Idee? Zuerst war nur das erste Kapitel da und sollte nur eine Kurzgeschichte sein. Und dann fand ich es aber spannend, wenn, wie auf einer Bühne, wir sind ja jetzt auf einem Theater, wenn vier Protagonisten auftreten und man dann immer hört, was einer über den anderen denkt oder wie er den beurteilt oder mag oder nicht mag. Und deswegen habe ich zwei Männer und zwei Frauen, die eben abwechselnd zur Sprache kommen und auch eine eigene Sprache haben, nämlich ein sehr junges Mädchen, die Schule abgebrochen hat, ein enfant terrible, die ein grässliches Deutsch spricht, und ein alter Mann, der über 80 ist, der sehr altmodisch wiederum redet und der sich über diese vielen Anglizismen mächtig aufregt, der das ganz scheußlich findet. Und die Köchin eben, es spielt ja in einem vegetarischen Restaurant, und der Kellner, der eigentlich selber kein Vegetarier ist, sondern heimlich Schnitzel isst und so weiter. Das fand ich alles sehr interessant, dass man wie bei einer Bühne, es kommt immer einer nach dem anderen und spricht dann beiseite und kann sagen, was er denkt, und wir nehmen daran teil. Wie sind denn Ihre Sympathien verteilt bei den einzelnen Figuren? Bei diesen Vieren mag ich sie alle irgendwie schon, aber alle haben auch ihre Bosheiten an sich und legen die anderen mal rein oder denken böse über die, wie das so eben bei Menschen passiert. Aber so die Boshaftigkeit ist ja ein festes Stilelement bei Ihnen. Ich habe ja diesmal keinen Mord, dafür aber Gemeinheiten. Und dennoch haben Sie einen Toten. Bitte? Dennoch haben Sie einen Toten. Ja, ja. Der aber halt auf natürliche Weise. Ich wollte erst ja noch mehr morden, aber dann dachte ich, kann ja auch mal altersmilde sein. Dieses Lokal, also beim Lesen, ich konnte mir es sehr gut vorstellen. Haben Sie dafür ein Vorbild, also ein, in der Wirklichkeit ein angelehntes für wen? Vorbild? Für das Lokal, für das vegetarische Restaurant? Nee, eigentlich nicht, obwohl ich jetzt immer mehr Menschen kenne, die Vegetarier sind, auch in der eigenen Familie.
Und ich selber unterstütze das auch, indem ich viel weniger Fleisch esse als früher und wo ich auch für eine ganze Familie kochte, da gab es natürlich häufig Fleisch. Und für mich alleine kaufe ich jetzt keine großen Steaks und Schnitzel, aber wenn ich eingeladen bin oder essen gehe, dann gönne ich mir das schon. Wenn Sie so ein Buch konzipieren, ist dann erst die Person da, von der aus alles entwickelt wird, also die Hauptfigur an der Stelle? Genau, die Hauptperson, in der Regel war es ja dann nur eine, die spricht, eine Frau im Allgemeinen, die musste erst da sein und ich muss über die sehr viel wissen, vielleicht auch Dinge, die gar nicht im Roman jetzt vorkommen, aber ich muss ihr über ihr ganzes Leben Bescheid wissen, wie sie aussieht, wie sie sich anzieht, wie sie wohnt, was sie für Träume und Wünsche hat und für Ideale und was für Traumata vielleicht schon und so weiter, was für Berufswünsche oder Wünsche, die nie in Erfüllung gegangen sind, muss ich alles wissen. Sie haben ja vorhin gesagt, da begegnet Ihnen eine Frau im Supermarkt, dann sagen Sie, okay, das ist die nächste Idee oder da entwickelt sich eine Idee heraus. Abgesehen von den Zufallsbekanntschaften, es steckt ja auch viel Biografisches, also Selbsterlebtes auch in den Büchern. Hat sich bei Ihnen schon mal jemand gemeldet, der sagte, das bin doch ich in dem Buch? Gott sei Dank nicht und es kann auch nicht passieren, denn da passe ich sehr auf. Wenn ich meine Freunde oder meine Familie jetzt verwursten würde, dann hätte ich keine Familie und keine Freunde mehr. Und das will ich natürlich auf keinen Fall riskieren. Aber ich werde doch manchmal gefragt, meinten Sie diesen Lehrer in Buxtehude? Und ich sage, ich kenne keinen einzigen Menschen in Buxtehude und war da noch nie und einen Lehrer schon gar nicht. Aber es freut mich, wenn ich einen Menschen erfunden habe, der einem echten wieder ähnlich sieht. Aber das ist reiner Zufall dann. Aber das ist schon ein Kompliment auch für die Art, wie Sie Bücher schreiben. Ja, aber ich meine, das ist natürlich wieder, sagte ich am Anfang schon, der Vorteil des höheren Alters. Man hat viele Menschen kennengelernt und kann sich aus vielen was Neues zusammenmischen. Man kann aus Männern Frauen machen, aus Blonden, Schwarzhaarige und es kommt was ganz Neues dabei raus. Ne? Sicherlich steckt viel Autobiografisches auch von Ihnen persönlich in den Büchern. Wie gehen Sie mit Ihrer eigenen Vita um, wenn Sie schreiben? Natürlich ist Erfahrung drin, es sind Dinge, die ich selbst gesehen habe, die ich zum Teil erlebt habe, Orte, in denen ich schon war oder manchmal auch kleine Ostereier für die Familie, die ich da verstecke, dass da irgendwas vorkommt, was die sagen, ja, das war ja mein Teddy mal oder was weiß ich. Solche kleinen Sachen gibt es schon, aber muss nicht sein, die sind dann nur für Eingeweihte da. Sie haben vorhin gleich gesagt, dann begegnen mir eine Frau, um darauf nochmal zurückzukommen. Sie schreiben, Ihre Heldinnen sind ja immer Frauen. Warum sind es immer Frauen? Naja, in diesem letzten Buch habe ich ja auch zwei Männer. Mit der Ausnahme, und in Kurzgeschichten habe ich auch ein paar Mal versucht, Männer als Protagonisten zu benutzen. Aber ich kann es bei Frauen einfach besser. Frauen haben sich bei mir oft ausgeheult und ich bin selber eine. Meine Leserinnen sind zum größeren Teil auch Frauen. Ich kann mich da besser eindenken. Männer heulen sich ja nicht so aus und schütten auch nicht so ihr Herz aus, sondern mauern eben eher. Deswegen fiel es mir einfach leichter. Es wird stimmiger, wenn ich eine Frau in eine Frau reinkrieche und eine Frauenrolle spiele. Ich habe jetzt nicht alle Ihre Bücher gelesen, aber Ihre Frauenrollen, die Sie da beschreiben, sind im Grunde doch starke Frauen. Sie sind aber auch verletzlich. Ja, das sind sie eigentlich auch immer. Ja. Aber im Allgemeinen wollen sie irgendwas haben und erreichen das dann. Unter Einsatz von ungewöhnlichen Methoden. Durch Gift zum Beispiel oder was auch immer. Aber Sie selbst vermute ich, könnten mal keiner Fliege was zuleide tun, würde ich mal so behaupten. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich habe drei Kinder aufgezogen, ohne ihnen eine Ohrfeige zu geben. Das ist schon ein Kunststück. Ne? Was sagte denn Ihr verstorbener Mann dazu, dass Ihre Heldinnen sich immer der Ehemänner und der Liebhaber entledigen? Mein Mann hat die Sache zuerst gar nicht so recht ernst genommen und war dann wahrscheinlich der am verblüfftesten war, dass das erste Buch gleich angenommen wurde. Also er hat sich sehr gewundert und dann war er auch immer der Erste, der dann die Manuskripte gelesen hat und mir gute Ratschläge gegeben hat.
das sehr erfolgreiche Buch Die Apothekerin habe ich ihm gewidmet, denn da gibt es einen Mord, den er auf dem Gewissen hat, den hat er sich nämlich ausgedacht. Ich sagte, ich brauche was ganz Raffiniertes, was noch nie da gewesen ist. Und da kam er auf die Idee, weil meine Mutter damals bei uns wohnte und ihr Gebiss manchmal irgendwo liegen ließ, weil es drückte und nicht so gemütlich war. Und da kam er auf die Idee, dass eben eine Apothekerin und ein Zahnarzt zusammen eine Manipulation vornehmen an dem Gebiss eines alten Mannes und da eine Giftpille einbetten in das Gebiss, eine Giftpille. Und die zieht er dann viel später wieder an und löst sich bei Kaffee wieder auf. Und die Mörder selber sind ganz woanders, haben ein perfektes Alibi und er stirbt und niemand hat kapiert, woran. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass Sie auch Ehrenkommissarin und Ehrenhauptkommissarin sind. Ja. Wie verhält sich denn die Polizei zu Ihren Erzählungen, also so im Gespräch? Ich habe durchaus Fans unter den Polizisten, aber ich bin da jetzt keine Konkurrenz. Ich sagte ja mal, wo ich schon Ehrenpolizistin bin, ob ich da auch eine Rente kriege, aber das wurde verneint. Wer sucht denn eigentlich, Ihre Buchcovers sind wie bei Diogenes oft, sind sehr schön. Und das sind immer Gemälde zu sehen, nicht immer eine Frau, aber auch relativ oft. Wer sucht denn diese Gemälde aus? Das allererste hatte der Verlag ausgesucht, das war eben ein Bild aus der Renaissance. Das gefiel mir dann sehr gut, weil ich ja auch etwas Kunstgeschichte studiert habe. Und dann durfte ich die nächsten selber aussuchen und die waren immer aus dieser Zeit. Jetzt aber, wo mein Verleger nicht mehr lebt, sondern sein Sohn das Sagen hat, der möchte was Moderneres haben und die sucht er dann aus. Nicht aber, mehr ich. Okay, aber in dem neuen, das ist nicht aufgefallen, bei Gruß aus der Küche, das Gemälde. Das ist ein modernes Gemälde eben, ja. Und ich hatte eben alte. Okay. Nochmal ganz kurz zurück zu China, wo wir anfangs drüber gesprochen haben. Kommt eigentlich die Zeit in China auch in einem Ihrer Romane vor? Nein, in Romanen nicht. Und das traue ich mir auch nicht zu, denn wenn ich jetzt im modernen China käme ich nicht zurecht, dann müsste ich aus den Augen eines Touristen schreiben, einer Touristin schreiben. Und ich war jetzt lange nicht mehr da. Ich war später noch zweimal dort und war dann eben in einer anderen Rolle. Ich war Touristin. Gut, und China entwickelt sich ja wahnsinnig schnell. Es war alles anders und trotzdem war ich manchmal wehmütig, weil man dann so kleine Dinge aus der Kindheit wiederentdeckte. Die chinesische Flöte, das kleine Bambusstühlchen, das Essen natürlich, die Gerüche auf dem Markt. Es waren vertraute Sachen, Flötentöne, diese schräge Musik, die ich als Kind sehr mochte und die meisten Europäer gar nicht leiden konnten. Ja, solche Sachen haben mich sehr berührt und an die Kindheit erinnert, aber ich war eine Fremde, eine Touristin. Haben Sie noch Menschen dort gekannt? Nein. Die meisten Europäer sind ja damals alle weggegangen und auch Chinesen, die wir kannten, sind nach Taiwan gegangen, also da war niemand mehr. In welchem Land werden eigentlich Ihre Bücher nach Deutschland am meisten verkauft? Eine Weile war es Spanien, jetzt weiß ich es gar nicht so genau. Und warum, kann ich auch nicht sagen. Ja, wäre immer interessant zu wissen. Aber die Spanier haben ja auch spannende Romane, also von daher ist vielleicht eine gewisse Tradition. Ich weiß nicht warum, aber sie hatten dann eigentlich eine Weile jedes Buch genommen. Die anderen immer mal eins und dann mal wieder eins und dann wieder keins mehr oder so ähnlich. Wenn Sie schreiben und entwickeln dabei die Charaktere, und gibt es da mal die Situation, dass Ihre Charaktere quasi Dinge unternehmen, Eigenschaften entwickeln, die Sie eigentlich komplett ablehnen? Ja, sie sträuben sich auch manchmal gegen meine Pläne. Also wenn ich sage jetzt, das muss so und so sein, dann sagen die, das passt nicht zu mir. Ich bin eigentlich zu feige oder zu schüchtern oder ich ekle mich oder was weiß ich. Und ich muss mich fügen, denn es muss alles stimmig sein. Es muss zu diesem Charakter auch dieser Mord oder diese Tat oder was auch immer, es muss passen. Und wie stehen Sie emotional dazu, wenn Ihre Heldinnen dann morden? Na, manchmal rege ich mich sehr auf und es tut mir weh.
die sogenannte Schreibblockade, die ich eigentlich gar nicht habe, aber dann war ich schon einmal, als ich eine Unschuldige vom Turm schubste, das war gleich im ersten Roman, da konnte ich ein paar Tage gar nicht weiterschreiben, weil ich ein richtig schlechtes Gewissen hatte. Bisschen sind wir darauf zu sprechen gekommen schon, Sie haben ja sehr viel Fantasie, Sie können viel Fantasie da auch einbauen und Sie haben einfach das Talent zum Entwickeln von Stoffen aus einfachen Situationen heraus. Wie sieht es umgekehrt aus? Recherchieren Sie auch intensiv für Ihre Bücher? Ja, natürlich muss man auch recherchieren, zum Beispiel bei Berufen. Man kennt ja nur einige Berufe ganz gut aus der eigenen Familie oder im Freundschaftskreis und von anderen Berufen hat man wenig Ahnung. Zum Beispiel im Buch, das in Weinheim spielt, da ist die Heldin eine Apothekenhelferin. Von diesem Beruf hat man natürlich nicht viel Ahnung, sondern man geht zwar in die Apotheke, aber was hinter den Kulissen geschieht, das weiß man nicht. Und da habe ich dann mal zwei eingeladen zum Kaffee und sagte, nun plaudert mal ein bisschen, was passiert denn da so, was wir nicht wissen? Und dann erzählten die zum Beispiel eine Geschichte, dass eine ältere Dame kam, die immer Vaseline kaufte in großen Dosen und dann eines Tages sagte, die schmeckt nicht mehr wie sonst. Sowas kann man ja nicht erfinden. Ja. Oder die Frau eines Architekten, die mir dann erzählte, ja, peinlich ist es, wenn wir eingeladen sind, der klopft immer an allen Wänden, ob das tragende Wände sind. Ja, auf die Idee wäre ich auch selbst von alleine nicht gekommen. Also solche Sachen muss man recherchieren. Oder auch Orte, wo ich vielleicht vor langer Zeit war und ich nicht mehr so ganz im Kopf habe. Zum Beispiel in einem Buch kommt die Brücke hier, die alte Brücke in Heidelberg vor. Und da hatte ich zwei alte Frauen, die sich draufsetzen und von da runterhüpfen. Und ich wusste gar nicht, kann man sich da draufsetzen oder nicht. Und dann habe ich bei Google nachgeguckt, Google Bild, alte Brücke Heidelberg und schon saßen 20 Japanerinnen auf der Brücke. Was ist eigentlich schwieriger, der Beginn eines Buches oder das Ende eines Buches? Eigentlich der Anfang. Man muss erst mal reinkommen. Na, hier läuft es eine ganze Weile. Und dann stockt es manchmal wieder. Wenn es stockt, ich werde ja sogar schon von kleinen Grundschülern gefragt, haben Sie manchmal eine Schreibblockade? Dann muss ich sagen, die habe ich direkt nicht. Aber ich habe Momente, wo ich nicht weiß, wie es weitergeht. Denn es gibt verschiedene Möglichkeiten und ich muss entscheiden, was ist die plausibelste, die logischste, was passt am besten. Und dann mache ich kleine Pause und mache erstmal andere Sachen, räume was auf, putze den Backofen oder was weiß ich, was man so tun muss, was hin und wieder fällig ist und man hat danach ein gutes Gefühl. Und im Kopf arbeitet es im Allgemeinen weiter. Und nach ein paar Tagen, ah ja, so geht es jetzt weiter. Ne? Sie sind ja sehr dialogstark. Sie bauen da tolle Dialoge ein, die vollkommen natürlich aufwirken. Ist das auch eine Gabe oder haben Sie das sich antrainiert? Na, ich schaue dem Volk aufs Maul, das tue ich gerne. Zum Beispiel, auch wenn ich im Fernsehen was ganz Banales sehe, eben kein Spielfilm, sondern normale Leute, die interviewt werden oder die so reden, dann spitze ich die Ohren. Ich finde es schon wichtig, wie die Sprache sich auch verändert, wie man Modewörter früher hatte und heute. Zum Beispiel sagte meine Mutter, die Großmutter meiner Kinder, pflegte zu sagen, als Modewort ihrer eigenen Jugend, das ist ja schrecklich schön, das habe ich furchtbar gerne. Und das fanden die immer ein bisschen komisch, dass man so konträre Worte zusammenfügt, die nicht zueinander passen. Etwas Positives und etwas ganz Negatives. In meiner Jugend, wenn man was toll fand, sagte man lässig. Total lässig. Naja, und dann später, was weiß ich, sagte man geil. Und dann jetzt ist alles einfach cool. Und so ändert es sich unentwegt. Ich weiß nicht, was meine Urenkel alles noch sagen werden, wenn ich das erlebe, aber ich finde es interessant. Und Ihre Enkel wiederum, haben Sie jetzt ein bisschen gebrieft für die Jugendliche? Ja, für die Jugendsprache, derer ich nicht mächtig bin, habe ich Enkelkinder befragt und die haben mir durchaus Ratschläge gegeben und haben dann gesagt, Oma, das Wort gibt es.
Aber du hast es völlig falsch angewendet und dann habe ich mich durchaus belehren lassen. Das heißt, Sie sind gut darin, auch Ratschläge anzunehmen. Ja. Welches ist denn Ihr literarisches Vorbild oder Vorbilder? Was ist denn so ein bisschen so die zwei, drei Fixsterne, wo Sie sagen, das ist ganz entscheidend? Naja, in meiner Jugend habe ich gerne die Klassiker gelesen, die modernen Klassiker, Musil oder Thomas Mann und so weiter. Hermann Hesse nicht ganz so, aber das war so damals in. Und Kriminalromane habe ich lange überhaupt nicht gelesen, deswegen ist wahrscheinlich mein allererster Roman untypisch und vielleicht deswegen ein Erfolg geworden, nämlich aus Naivität und Unkenntnis. Ich wusste nicht genau, wie es geht und habe einfach so drauf losgemordet. Danach aber wurde ich aufgenommen in die Brothers and Sisters in Crime und lernte Kollegen kennen, die mir ihre Bücher jetzt immer schicken und ich schicke ihnen meine und dann schreiben wir uns gegenseitig, dass wir uns einfach toll finden. Wir haben ja letzte Woche darüber geredet, so sehr typischer Krimi ist es ja nicht, was Sie machen. Es ist ja wirklich eher Roman mit kriminalistischem Inhalt. Es steht auch nie Kriminalroman drauf. Auf allen meinen Büchern steht immer nur Roman, weil mein Verleger gleich beim ersten Buch sagte, das ist kein richtiger Kriminalroman, sondern das ist ein Roman, da steckt mehr dahinter. Wenn jetzt aber Ihre Crime-Kollegen Ihnen Ihre Bücher schicken, dann sind es vermutlich... Dann sind es welche. Klassische und wenn Sie jetzt fragen, welchen meiner deutschen Kollegen ich bevorzuge, dann sage ich das jetzt nicht. Denn dann kommt das irgendwo raus und dann sind die anderen beleidigt. Deshalb frage ich Sie nicht. Das käme auf jeden Fall gut raus. Gut so. Einige Ihrer Romane sind ja auch verfilmt worden. Besonders erfolgreich war Die Apothekerin mit Katja Riemann in der Hauptrolle. Trifft der Film Ihre Intention, dass Sie sagen, ja, das ist so, oder auch bei den anderen Filmen, dass Sie sagen, da kommt es gut rüber, was ich gemeint habe, oder hat so ein Film quasi ein Eigenleben und dann sagen Sie, es ist eine Sichtweise, die ich akzeptieren kann, aber mehr nicht? Ich glaube, es geht allen Autoren so und auch allen Lesern. Wenn man ein Buch gelesen hat, hat man einen Kopffilm schon fix fertig. Man stellt sich die Leute vor, die da im Roman vorkommen und vergleicht sie mit Menschen, die man kennt. Aber jeder von ihnen hat einen anderen Kopffilm. Jeder vergleicht es mit anderen Menschen. Und ich habe natürlich auch meine Figuren genau im Kopf. Ich weiß, wie sie aussehen und wie sie reden. Dann sehe ich den Film beim ersten Mal und sage kopfschüttelnd dauernd falsch, alles falsch, ganz anders. Die sehen so nicht aus, das sagen die nicht, die haben eine andere Stimme. Das ist der erste Eindruck. Dann muss aber Zeit vergehen und ich muss Abstand gewinnen und muss mir auch klar machen, es ist ein anderes Medium mit anderen Mitteln. Der Regisseur muss Schauspieler nehmen, die im Alter passen, die sich untereinander vertragen, die man auch bezahlen kann, was weiß ich noch alles. Und es wird dann ein neues Werk und etwas anderes. Und wenn das gut gelungen ist auf seine Art, dann kann ich das auch gustieren und respektieren und gutheißen. Das ist aber bei den verschiedenen Verfilmungen unterschiedlich. Manche finde ich besser und manche nicht. Und sind Sie gelegentlich in die Produktion oder in den Produktionsprozess irgendwie eingebunden, dass Vorgespräche stattfinden oder auch mehr? Zum Glück macht der Verlag diese Verhandlungen, denn ich kann das nicht. Ich will damit auch gar nichts mit Verträgen und so zu tun haben. Das kann ich sowieso nicht. Und die entscheiden dann, ob etwas seriös sein könnte oder nicht. Aber für das fertige Produkt kann natürlich keiner gerade stehen. Das weiß man im Voraus nicht. Bei manchen wurde ich einbezogen, dass ich eingeladen wurde und ein paar Tage zuschauen konnte. Bei der Apothekerin zum Beispiel und bei Kalt ist der Abendhauch war ich bei Dreharbeiten dabei, lernte die Schauspieler kennen, habe mit ihnen auch geredet und fand es außerordentlich spannend. Ich habe mich aber gehütet, dann im Hintergrund dauernd falsch, falsch zu brüllen, sondern ich war natürlich still und habe nur die Ohren gespitzt und die Augen aufgerissen. Wir hatten mal ein Interview mit Donna Leon im Blatt. Und dann wird sie gefragt nach den Brunetti-Verfilmen. Und dann sagt sie, eine schlechter als die andere. Sie fand's ganz, hat sie gesagt, ja, sie fand es ganz furchtbar.
Und, aber Ihnen geht es zum Glück da an der Stelle nicht so. Ja. Was mir noch aufgefallen ist, oder was überhaupt auffällt, auch fürs genaue Zuhören heute Abend auch, Sie gendern nicht. Das ist natürlich ein Problem, wenn man in einem Buch wie bei mir einen Menschen sprechen lässt, dann gender ich nicht. Wenn ich jetzt vor einer Schulklasse stehen würde und müsste die direkt ansprechen, dann würde ich auch sagen, liebe Schüler und Schülerinnen oder liebe Studenten und Studentinnen, das würde ich dann sagen. Wenn ich aber im Buch wörtliche Rede von irgendwelchen Protagonisten nehme, dann finde ich es etwas unnatürlich, denn untereinander gendern viele Menschen nicht. Die meisten nicht, die ich kenne, machen das im Privatleben nicht, sondern nur bei offiziellen Ansagen und so weiter. Deswegen finde ich, es wäre künstlich, wenn ich jetzt in jedem Buch dauernd gendern würde. Es gibt ja Verlage, die legen da entweder Wert darauf oder man schreibt auch eine Erklärung rein, in dem Buch wurde bewusst nicht gegendert. Na, es ist natürlich auch ein Problem mit zum Beispiel ein N-Wort, was ich jetzt nicht in den Mund nehme und auch nicht darf. Wenn ich jetzt meinetwegen einen Menschen erfinden würde, der ein Rassist und Bösewicht wäre, dürfte ich dann das N-Wort gebrauchen oder nicht? Dass der das wörtlich sagt, dieser Bösewicht und Rassist. Nein, ich dürfte es nicht. Die Lektoren würden es ausstreichen, weil sie sagen, es könnte ja ein Dunkelhäutiger lesen. Und nur wenn das Wort überhaupt gedruckt ist, egal in welchem Kontext, wäre er tief gekränkt. Und da ich natürlich auch keinen Menschen kränken möchte, das ist auf keinen Fall meine Intention, muss ich es dann natürlich lassen. Aber dieses Problem mit dem N-Wort hatte ich bis jetzt auch gar nicht. Und gibt es sonst Einschränkungen beim Schreiben von Büchern? Oder sind Sie quasi komplett frei? Ich kann eigentlich machen, was ich will, und das will ich auch so halten. Wenn Sie sich jetzt in die Situation versetzen würden, jemand Junges beginnt einen Text zu schreiben, mit wesentlich weniger Erfahrung, was sollte der oder die auf keinen Fall machen? Auf keinen Fall, finde ich, sollte man sich an einen Trend anhängen, weil das gerade Mode wäre. Ganz am Anfang meiner späten Karriere fragte mich mal irgendjemand, ich sollte doch was über kirchlichen Missbrauch schreiben. Und ich sagte, das kann ich nicht, das liegt mir so fern, das mache ich nicht. Auch gerade, weil es, ja, das ist aber gerade so Trend und Mode und so weiter. Ich würde nie einer Mode hinterherlaufen und etwas über etwas schreiben, was mir selber irgendwie fremd ist und wozu ich gar keinen Bezug habe, sondern etwas, was mich selbst interessiert, fesselt, wo ich vielleicht Erfahrung damit habe und so weiter. Aber nicht, weil es gerade Mode wird. Und noch weitere Dinge, wo Sie sagen würden, die sind quasi entscheidend? Noch weitere Ratschläge? Ja. Ich glaube, man muss es wirklich gern tun. Das ist schon wichtig. Wenn man es als Qual empfindet, das finde ich schon traurig. Aber ich kenne auch Kollegen, die empfinden es als Qual. Die sagen immer, ich quäle mich jeden Tag, nur dann wird es gut. Das ist bei mir halt nicht so. Ich freue mich drauf. Ja, das ist doch wirklich schön, dass, wenn es auch leicht fällt und einem auch so in diesem Sinne auch leicht quasi gelingt. Wo wir jetzt gerade uns hier unterhalten haben die ganze Zeit, mal eine Frage in die Zukunft gewandt. Vielleicht ist das nächste Buch, vielleicht hat es schon angeklopft. Und ja, es hat angeklopft. Aber, aber da ich gerade im Moment auf der Bestsellerliste stehe, will man von allen Seiten irgendwas von mir, da habe ich noch nicht die richtige Ruhe. Ich habe aber schon ein bisschen angefangen und weiß schon in etwa, wie der Hase laufen wird. War das eine Anspielung auf den Inhalt? Nee, das mache ich nicht. Ich verrate nichts. Okay. Ungelegte Eier soll man nicht braten.
Ich bin nur froh, wenn Sie keinen Journalisten ermorden lassen an der Stelle. Aber da bringen Sie mich auf eine Idee. Ja. Sie sagen ja, Sie haben keine Schreibblockade, was wirklich bewundernswert ist. Es gibt Autoren, die lesen dann zum Beispiel auch selbst andere Bücher. Aber auch abgesehen davon, wir hatten vorhin diese Schreibsituation, Sie setzen sich morgens hin, schreiben 2 bis 3 Stunden, überarbeiten das, Sie putzen manchmal den Backofen. Aber würden Sie dann auch zwischendurch was völlig anderes lesen? Oder stört sich das? Ich kann leider immer schlechter lesen, weil ich ziemlich kranke Augen habe und irgendwann erblinden werde. Aber im Moment lese ich gerade Schlinks letztes Buch, wie heißt es, das späte Leben. Das lese ich gerade, bin in der Hälfte. Und die erste Hälfte gefällt Ihnen? Ja, aber auch nicht hundertprozentig, sage ich ganz ehrlich. Und was lesen Sie sonst, also wenn Sie, also als Sie noch besser lesen konnten quasi? Naja, ich habe natürlich pflichtgetreu auch die Bücher meiner Kollegen gelesen, die sie mir geschickt haben. Und von Diogenes, vom Programm, habe ich immer viel bekommen. Habe natürlich alle Donna Leons auch gelesen, klar. Die Filme ja. Zum Teil gesehen und fand die auch nicht ganz so furchtbar schlecht, muss ich sagen. Es war nur ein Zitat. Brunetti fand ich auch ganz nett. Keine Wertung, aber ja. Wie stehen Sie denn zum Thema Hörbücher? Das ist ja auch so ein Trend. Ja, ich dachte auch, das könnte ich allmählich mal machen, wo ich so schlecht lesen kann. Meine Augen werden schnell müde, aber das ist jetzt noch schlimmer. Dann lege ich mich nämlich aufs Sofa und dann habe ich das Gefühl, ich bin noch ein kleines Kind, Mama liest mir vor und ich schlafe ein. Produzieren Sie selbst Hörbücher? Also lesen Sie auch Ihre Texte ein? Nee, ich würde auf keinen Fall selber lesen, denn ich habe ja einen kleinen Sprachfehler und lispele. Deswegen das würde ich das. Ist gar nicht aufgefallen. Was? Das ist nicht aufgefallen bisher. Also ja, aber auf einem Hörbuch würde es sehr auffallen. Mhm. Wenn man mich live sieht, dann übersieht man das vielleicht. Aber ich würde das nicht machen. Das sind Schauspieler, die meine Bücher lesen. Gibt es alle als Hörbücher? Und Sie haben vorhin gesagt, quasi die Entstehung eines Textes ist auch so ein bisschen, also zumindest bei dem neuesten Buch jetzt quasi wie eine Theaterbühne, auf denen die Protagonisten die Bühne dann betreten nach und nach. Kamen Sie schon mal auf die Idee, auch Theaterstücke zu schreiben? Ein Theaterstück? Ja. Bis jetzt noch nicht, aber es ist vielleicht auch eine gute Anregung. Also ich sehe schon, Ihnen werden die Ideen nicht ausgehen. Es gibt übrigens einen Interessenten, der ein Buch von mir als Theaterstück vielleicht umarbeiten möchte. Aber da kann ich noch nicht viel dazu sagen. Das ist anscheinend noch so noch nicht geboren ganz, das Kind. Da bin ich gespannt, was dann ich auch, ja. Rauskommt. Ja. Ja. Ja, Frau Noll, dann sind wir auch schon am Ende der Veranstaltung. Viele Fragen gestellt, viele beantwortet. Die Frau Noll steht es noch zur Verfügung für eine Signierviertelstunde hier vorne im Foyer des Theaters. Und ich darf mich bedanken an der Stelle bei Ihnen zuallererst. Dankeschön. Vielen Dank. Ein Dank auch an das Theater der Stadt Heidelberg, an Angelika Holschuh, die das immer hier alles sehr, sehr schön organisiert, an Herrn Schwager und sein Einlassteam, an Reinhard Lask, der die Videoaufzeichnungen macht. Danke an Sie, das Publikum, dass Sie da waren. Und wie immer, die große Bitte, nehmen Sie an unserer kleinen Umfrage teil. Laura Kress und Johannes Hoffmann möchten von Ihnen wissen, welche neue Seite Sie an Ingrid Noll heute Abend kennengelernt haben. Das nächste Mal sehen wir uns heute hier in diesem Theater am 3. Juni und dann steht wieder die Literatur im Mittelpunkt. Bis dahin möchte ich Ihnen noch etwas empfehlen. Es gibt in Weinheim den Ingrid Noll Weg mit 13 Stationen. Und an dem kann man teilnehmen per App, also mit einem QR-Code einscannen, dann erzählt Frau Noll spannende Geschichten dort. Und in diesem Sinne,
Der Sommer kommt. Viel Spaß dabei. Ihnen alles Gute und schön, dass Sie da waren.